Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe euch heute etwas mitgebracht und das stelle ich euch in diesem Video vor. Und zwar heißt das Bauspirallabyrinth. Ja, so, es ist ab 8 Jahren, könnt ihr hier sehen. Da hat 56 Bauteile und man braucht Batterien. Da würde ich mal sagen, gucken wir auch direkt rein. So, kann schon sehen, ich habe hier Aufkleber drin. Und hier sind halt die ganzen Kleinteile. Die Kugeln hier. Diese Steckdinger und ich glaube, das sind diese silbernen Dinger, sind diese Stromweiterleiter. Oh. Ach, das räume ich gleich weg. So, dann haben wir hier einen sogenannten Schalter mit Kabeln dran. Ja, hier. So. So, das kann man umschalten. Dann haben wir hier den Motor, denke ich mal. Ja, das ist der Motor, würde ich sagen. Hier sind so Zahnräder dran, die drehen sich dann, glaube ich, auch. Auch hier, da sind Kabel dran. Und genauso wie hier, da waren auch welche. Das irgendwie, keine Ahnung, was das sein soll, werden wir gleich sehen. Hier, das wollte ich euch auch noch zeigen. Das sind diese Federn, die den Strom dann weiterleiten. Die biegt man dann so, die kann man auseinanderbiegen und dann macht man den Draht da einfach rein. Und dann leitet es eigentlich auch schon den Strom weiter. So. Dann haben wir hier das Batteriefach. Könnt ihr sehen. Batterien sind schon drinne. Und auch hier sind Kabel dran mit diesen Drähten. Ich weiß nicht, ob man die sehen kann. Die lege ich mal hier hin, auch zur Seite. Und was haben wir hier? Das ist hier, glaube ich, die Grundplatte. Ja, da steckt man dann die Sachen drauf, hier, damit. Und das ist das Labyrinth. Diese Dinger hier, die da drin stecken, kann man auch anders stecken. Das sieht man dann alles in der Anleitung. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir auch an zu bauen. Also, ich stelle sie immer mal hier hin. So. Dann fangen wir mal mit den kleinen Dingern an. Ist das jetzt rausgefallen? Ja. Na egal. So, dann fangen wir mit den Dingern direkt an. Stecken eins hier rein, das andere da rein. Hier. Könnt ihr ja sehen. Diese Dinger. So, die anderen beiden stecken wir dann, so wie es hier ist, da und direkt daneben. Genau, hätte ich auch so gemacht. Dann kommt, glaube ich, das Batteriefach oder das kommt hier hin. Ja, dahin. Genau. Und ich hebe die so rein. So, dann ziehe ich das mal weiter rein. Das Schwarz muss man noch ziehen. Was steckt denn da jetzt? Naja, egal. Das ist jetzt drinnen auf jeden Fall.
So, schicken wir es auch wieder rauf. Vielleicht jetzt. Ja, jetzt haben wir es. Ja. Dann würde ich sagen, machen wir das Teil. So, der Motor muss da hinten ran, das ist ja klar, dass es sich auch dreht. Hier, da ist ein Loch. Und das steckt man da einfach dann ran. Und da würde ich sagen, stecken wir das ja auch schon drauf. So. Hier irgendwie so ein Pin. Hier. Ne, hier. Hier ist am besten. So. Da haben wir auch schon die ersten Teile besetzt. Das machen wir dann einfach so rum. Also die Drähte kommen dann hier zwischen. Das hier kommt hinter das Rad, also hier hin. So ungefähr müsste das auch dann sein. Ich glaube ja andersrum. Ja, genau. Dann setzen wir natürlich das hier daran. So. Zack. Das ist hier hinten dran. Und ich glaube, das Kabel das geht ja nicht. Sonst kann ich das ja gar nicht da verbinden. Machst du das so? Ich muss ja auch die Kabel sehen. Ah, das Batteriefach hätten wir fast vergessen. So, da seht ihr schon so Batterien drin. Da sind dann 1, 2, 3, 4. Ja, genau, das haut hin. Würde ich sagen, fangen wir auch schon an, die Drähte da reinzumachen. So, der erste Draht ist drin. Der zweite Draht auch. So, dann beginnen wir mal damit. Das muss ja Farbe an Farbe. Das kommt hier hin. Habe ich noch was? Nein. So. Dann würde ich sagen, stecken wir das Schwarze auch hier ran. Muss ja immer Farbe an Farbe sein. Schwarz kommt hier rein. Das Rote da rein. Nehmen wir das Rote von hier. Stecken das auch direkt schon hier rein. Das mit dem Schwarzen machen wir das dann. Genauso. Da würde ich mal sagen, testen wir es mal aus, ob es auch wirklich geht. Ich guck noch mal, alles dran ist, ja. Und ihr könnt sehen, es dreht sich. Man kann es auch in die andere Richtung fahren lassen. Ja. Und die Kugel muss dann hier in der Mitte sein. So, ich kann es euch ja mit der Kugel zeigen. Zack. Machen wir sie hier rein. Weiß nicht, seht ihr das hier? Da. So, dann versuche ich mal mein Glück in der ersten Runde. So. Zack. Mache ich in die andere Richtung. Gar nicht so schwer. Andere Richtung. Zack. Jetzt könnt ihr sehen, die Kugel ist da drinnen.
Habt ihr gesehen? Also, dann würde ich sagen, das war es auch heute schon mit dem Video. Also wie gesagt, ihr könnt noch Aufkleber drauf machen. Und das hier könnt ihr dann umbauen. Das ist alles in der Einleitung. Und es gibt natürlich zwei Kugeln. Die eine ist jetzt hier drin irgendwo. Und hier ist die zweite. Also, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch schicken. Und also, ich finde es cool. Also, ich würde euch raten, das zu holen. Also, es macht auch echt Spaß. Und ja, man kann sehr viel rumbauen. Und ja, man braucht auch ein bisschen Geschicklichkeit oder wie es heißt. Ja, Geschicklichkeit. Ja. Das ist hier die Originalverpackung. Hier. Ja. Also dann. Tschüss, bis zum nächsten Video. Tschüss.